Es ist einfach ein Zusammenhang, den wir mal gesellschaftlich publik machen müssen. Es ist ein großer Weg, der uns immer in die Irre leitet und der uns sozusagen abhängig macht von irgendwelchen Populisten, die dann sagen, ja, dann müssen wir zum Beispiel diese schönen Begriffe der Reichensteuer. Ne? Ja, das können wir natürlich machen. Bloß jetzt wir tragen das erste, wenn wir uns nehmen. Ja, das ist sozusagen, also gehen Sie mal zurück, gehen Sie zurück an Ihre bäuerliche Vergangenheit, als Sie noch Selbstversorger waren, in Ihrem vorangegangenen Leben. Wenn Sie da die Ernte hatten, und dann kamen die Steuereintreiber und haben den Zehnt gefordert von Ihnen, dann haben Sie sozusagen mit Ihrer Ernte haben Sie die Steuer bezahlt und Sie haben es auch tragen müssen, nämlich im Kochtopf war dann weniger drin. Und da das sowieso zu knapp war, hat dann Ihre Familie halt ein bisschen mehr Hunger. Aber in der Konsumgesellschaft ist es anders, ist sozusagen dieses, dass man gleichzeitig Produzent und Konsument ist, hat sich getrennt. Wir sind immer einmal in einem Aggregatzustand sind wir Konsument. Jetzt sind Sie zum Beispiel Konsument und wir sind Produzent. Und dann sind Sie Produzent. Das ist nie zusammen. Und immer dann, wenn wir konsumieren, müssen wir die Leistungen der Gemeinschaft mittragen. Und das können Sie in einer solchen Konsumgesellschaft, die noch dazu internationale Arbeitsteilung zusammenarbeitet, würden Sie das nicht machen mit einem Steuersystem, was aus der Selbstversorgungszeit kommt und die Menschen doch sich selbst versorgt haben. Das ist nicht so unterschiedlich. Das können wir als Gesellschaft nicht stellen. Herr vielleicht schaffen wir das. Ist dann immer ähnlich, glaube ich, mein Buch wird schon werden. Den Kommerz zu Ende zu machen. Erstens, weil ich da nichts dran, oder Sie keine Sorgen haben. Zweitens, kostet es 8,95 €. Und wenn Sie auch Ihren Lebenspartner oder Ihre Freundin oder Ihren Freund das Buch lesen lassen, dann haben Sie automatisch 50% Rabatt. Also sehr viele Kritiker haben so die Sorge, dass man mal ihre Art von Grundeinkommen einführen würde, man dann eigentlich den Effekt hätte, dass man eigentlich Kombinationen für Unternehmer zahlt. So nach dem Motto, wenn man schon ein Grundeinkommen hat, dann ist man ja bereit, jeden Job anzunehmen, egal wie schlecht man finanziert, denn man hat ja schon Einkommen und alles andere ist zusätzlich, sodass eigentlich die Unternehmer sich dann leisten können, besonders geringe Löhne zu zahlen. Ja, ich bin sicher, dass Sie das anders sehen. Ja, das wird auch umgekehrt sein. Tun Sie doch mal bitte fantasievoll auf die Situation einlassen. Dann denken Sie mal an meine Kolleginnen und Kollegen in den Filialen draußen, die sind in Deutschland ungefähr 21.000. Da gibt es sicher einige, die arbeiten nur, weil sie unbedingt das Geld brauchen. Die hätten sicher was anderes Sinnvolles zu tun, zum Beispiel ihre Familie zu versorgen oder andere Fähigkeiten herauszubilden. Arbeiten, weil sie dringend das Geld brauchen. Wenn die Menschen Grundeinkommen haben, sind sie ja nicht mehr verpflichtet, sind sie ja nicht mehr sozusagen angewiesen auf die Erwerbsarbeit. Also, wir werden als Unternehmer uns sehr wohl fragen müssen, wie bringt das dahin, dass die Menschen auch bei uns arbeiten? Stellt euch vor, sie haben ein Unternehmen und keine gegeben. Die Folge des Grundeinkommens, da bin ich sehr, sehr sicher. Also da war eine sehr starke innere Gewissheit bezeichnen, dass wir dann endlich einen Arbeitsmarkt haben, wo man sozusagen auf Augenhöhe miteinander sagen kann, ja gut, damit bin ich einverstanden, damit bin ich nicht einverstanden. Und ich mache die Arbeit erst dann, wenn ich erstens den Sinn in der Arbeit sehe und zweitens, wenn die mir in einer Weise vergütet wird, dass ich mir das auch leisten kann, da zu arbeiten. Nämlich das Einkommen dient ja immer dazu, dass ich es leisten könnte, dort zu arbeiten. Und wenn das Einkommen so ist, dass ich es nicht leisten könnte zu arbeiten, dann werden sie dann nicht arbeiten, weil sie sagen, ich habe ein Grundeinkommen. Was würde ich mal weiter suchen? Und die Menschen werden nur noch die Arbeit machen, die sie aus irgendwelchen ganz individuellen Erwägungen heraus für sinnvoll erachten und die sie machen wollen. Und nicht mehr, die sie machen müssen, weil sie unbedingt ein Einkommen brauchen. Das ist doch das Dilemma unserer Gesellschaft. Da werden hier wahrscheinlich auch Menschen dabei sein, die sagen, ja, wenn ich mir das leisten könnte, würde ich mir schon längst einen anderen Job suchen. Hätte ich schon längst was anderes gemacht,
mal was Neues lernen können. Ich mache wieder Dreistellung, du kannst anders. Sie würden ihr Leben, viele würden ihr Leben ganz anders gestalten, wenn sie in die Lage versetzt wären, durch das Grundeinkommen Nein sagen zu können. Ich würde natürlich nicht unterstellen, dass Sie sagen würden, dann könnte ich richtig bei der Taz ausscheiden. Ich würde jetzt mal gerne ein bisschen auch von der Stimmung erfahren, wie das jetzt eigentlich für Sie vor Ort ist. Wenn Sie jetzt Ihren Nachbarn in Kreisberg erzählen, dass Sie ein Grundeinkommen fordern von 1.500 für Erwachsene und 1.000 für Kinder, das macht ja, das muss man sich mal zusammenrechnen, für eine Familie mit zwei Kindern, das sind das 5.000 Euro. Wie reagieren denn dann Ihre Nachbarn? Also, weil da unten die kann was sagen. Also ich weiß nicht, ob alle schon auf die Idee gekommen sind, dass man da zusammenrechnen muss, die einzelnen, die so 1.500. Das ist bei uns eigentlich schon ein höherer Verdienst für die gesamte Familie. Aber es ist natürlich vollkommen knapp und dadurch, dass das so knapp ist, haben wir auch eine ganz schlechte, ich glaube, das Infrastruktur oder die Kaufkraft ist sehr gering. Darunter leiden dann wieder kleine mittelständische Betriebe. Es gibt kein Friseur, die Leute schneiden sich die Haare selber oder gegenseitig. Also das ist natürlich auch Tagesmutter, die Kinder schneiden sich die Haare auch manchmal selber, wenn ich nicht gut gucke. Ja, also es ist eine Abwärtsspirale dadurch da, dass so wenig Geld ist bei uns in der Gegend, dadurch das eben zu überblicken. Und die Menschen finden also jetzt mal 1.500 für einen Menschen persönlich. So ist es ja gedacht. Ja? Man muss ja nicht, ja, für jeden persönlich, dass also ein Einzelner von diesem Geld leben kann. Ich rechne dann eben einfach zusammen, weil ich gehe auch davon aus, das Grundeinkommen muss einfach zum Leben langen. Und mit meiner Rechnung, 1.500, bin ich eben von der heutigen Situation erstmal ausgegangen, um einfach mal die Größe zu benennen. Heute wirken wir uns. Nur mal kurz zu verstehen, also ich habe da was falsch gemacht, wenn ich das zusammenrechnet habe. Also eine vierköpfige Familie würde in Ihrem Modell nicht 5.000. Doch, doch, aber jeder Mensch eben, also die Frau hat 1.500, der Mann, das Kind hat 1.000. Diese Tendenz, das in einen Topf zu schmeißen, dann ändert sich das dann auch. Also es würde doch Selbstständigkeit geben, Verbindung geben. Ich finde das gut. Ja, und ich rechne dann eben und sage mir, ja, 500 Euro da, 200 Mobilität, 200 Krankenkasse, 100 Kommunikation, dann bleiben noch 500 für Kleidung, Essen, Reparaturen. Ja, also bei 1.500 könnte ich leben, ohne Angst zu haben. Und ich sehe einfach nicht mehr ein. Es gibt ja nun nicht mehr Arbeitsplätze für jeden, das kann ich ja dort täglich erleben. Dass Leute sich so mit Zeitarbeit oder so befristeten Stellen oder so durchs Jahr hangeln. Das ist nicht sehr schön, auch welche den Arbeitsstellen haben, verdienen es sehr wenig. Warum bescheiden leben? Ich weiß nicht, wie bescheiden wir leben müssen, weil wir sind eine Gemeinschaft hier. Wenn wir eben die Güter mit Maschinen produzieren, die uns selber überflüssig machen, ich glaube nicht mal, dass wir da so besonders bescheiden sein müssen, weil die Produktion der Güter ist ja eine gemeinschaftliche Aktion, sage ich mal, oder ein gemeinschaftliches Tun. Und da finde ich es gut, wenn jeder in unserer Gemeinschaft, in unserer Gesellschaft ein Auskommen hat, ein würdevolles.